Frage Jesko von Eichmann. An wen geht die? An Manuel Neuer. Kurzen Kerstin auch an Manuel. Okay. Manuel geht. Okay. Jesko, ja, du hast gesagt, du möchtest dich verändern. Gibt es eigentlich was Schöneres, als sich eventuell dann mit einem Titel zu verabschieden? Hast du das auch vielleicht so irgendwo überlegt? Und noch eine Frage, ist jetzt eine etwas technische Frage. Musst du eigentlich deinen Mitgliedsausweis von Schalke abgeben, wenn du bei Bayern spielst? Das habe ich ja nicht verstanden. Muss man das? Das liegt ja auch nicht an mir, ob ich den Ausweis abgeben muss. Aber ich denke nicht, dass ich ihn abgeben werde. Ja, und ich weiß natürlich auch aus der Stimmung aus der Mannschaft heraus, dass wir alle unbedingt diesen Pokal wollen. Nicht für mich. Wir wollen das für den FC Schalke 04, für jeden einzelnen Spieler, für die Mannschaft und für den Verein natürlich. Wir wollen unbedingt diesen DFB-Pokal gewinnen. So, wir warten. Bitte mal kurz. Kerstin Hermes, die Nächste. Manu, gibt es noch andere Anfragen von anderen Vereinen? Liegt bislang nur ein Angebot von den Bayern vor? Gibt es möglicherweise auch noch ein Interesse von Manchester United? Hat man ja häufiger gehört. Christian Nährlinger wurde heute angesprochen beim Training der Bayern, eben auf dich, auf die Entscheidung, die du heute bekannt gibst. Und er hat im Spaß gesagt, wahrscheinlich im Spaß, ich habe gehört, er hat schon längst bei Manchester United unterschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob das so lustig ist. Aber ja, wie ist das? Gibt es da noch mehr Angebote? Humor ist immer unterschiedlich, ne? Bitte? Der Humor ist immer unterschiedlich. Ja, der Humor ist unterschiedlich. Deswegen stelle ich auch die Frage, ob das irgendwie für dich auch merkwürdig ist, dass auf deine Kosten jetzt da solche Scherze gemacht werden. Nein, es wird ja immer viel geredet, das ist klar. Aber ich habe von einem Interesse von Manchester United nichts gehört. So. Timo Müller und dann Christian Kitsch oder umgekehrt. Manuel, diese Schritte oder den großen Schritt, den du machen willst, kannst du das sportlich noch ein bisschen konkretisieren? Worum geht es da genau? Noch mehr Chancen auf Titel, regelmäßig Champions League spielen? Was sind da die konkreten Hintergedanken? Ja, natürlich möchte ich immer auf dem höchsten Niveau spielen und das ist die Champions League. Natürlich werde ich dadurch auch in der Persönlichkeit noch einen größeren Schritt machen. Und ich werde auch noch mehr auf eigenen Beinen stehen, wenn ich mal in eine andere Stadt komme. Ich denke, wenn ich hier im Ruhrgebiet bin, da kennt mich jeder. Und wenn man mal etwas weiter weg ist, dann ist es halt auch so, dass man ja auch ein bisschen, auch als prominenter Fußballer, auf sich alleine gestellt ist. Christian Kitsch ist der Nächste. Manuel, du hast gesagt, du könntest verstehen, wenn die Fans am Samstag pfeifen. Wie waren denn die letzten Tage, nachdem du dich in Bremen geäußert hast? Gab es da schon irgendwelche Beschimpfungen bei dir über die Homepage oder als du durch die Stadt gegangen bist? Oder wie waren die letzten Tage oder war das alles eher neutral und können die meisten Fans vielleicht deine Entscheidung auch ein bisschen verstehen? Ich habe jetzt noch keine großartigen Beschimpfungen mitbekommen. Am Samstag, finde ich, habe ich auch nichts Großartiges gesagt. Ich habe ja nur gesagt, dass ich den Verantwortlichen, die Verantwortlichen, die wissen Bescheid. Mehr habe ich ja nicht gesagt. So, dann darf ich jetzt mal die Runde der letzten drei Fragen einläuten. Gesehen habe ich schon Meldung von Uli Hartmann, Süddeutsche, und von Uwe Dietz und Falk Blesken. Wird es dann beschließen. Herr Held, zwei Fragen noch an Sie. Nur der Form halber, haben Sie Interesse von anderen Vereinen am Torwart Manuel Neuer noch mitbekommen oder was gehört, Anfragen bekommen? Und die zweite Frage, Sie sagen, irgendwann wird es mal ein Gespräch mit Karl-Heinz Rummenigge geben. Ich glaube, sowohl der Manuel Neuer als auch der Verein, Sie haben Interesse, Planungssicherheit zu haben. Das klingt jetzt so, als hätten Sie es gar nicht eilig. Was glauben Sie? Okay. Aber wann könnte es zu so einem Gespräch kommen? Das werden wir sehen, in der Tat. Ja, also wir, wie Sie alle wissen, haben wir noch viele Aufgaben in dieser Saison und viele Ziele in dieser Saison. Und ich denke, dass also erstmal gibt es kein offizielles Interesse von einem anderen Verein. Ist mir auf jeden Fall nichts bekannt, seitdem ich im März, seit Mitte März in dieser Position stehe. Vorher, das kann ich nicht beurteilen, aber seit März gibt es also kein Interesse von einem anderen Verein, zumindest nicht offiziell. Und zu den Gesprächen, ich denke schon, dass wir A, das Recht haben,
und B auch diejenigen sind, die das vorgeben, wann wir bereit sind, Gespräche zu führen. Es ist aber für uns schon entscheidender, dass wir unsere Ziele mit der Mannschaft erreichen. Der Verein steht über allem und deswegen wollen wir erstens Ruhe haben und zweitens wollen wir uns auf das Wichtigste konzentrieren, auf die Spiele in den Wettbewerben und in der Bundesliga. Uwe Dietz. Ja, eine Frage an Ralf Rangnick und zum Stichwort Ruhe im Verein. Der Zeitpunkt dieser Bekanntgabe ist sicherlich für Sie als Cheftrainer wahrscheinlich denkbar ungünstig, in der doch eigentlich wichtigsten Phase der Saison, wo man noch so große Ziele erreichen kann. Wie bewerten Sie das, dass das jetzt, also so wenige Tage vor dem Champions-League-Halbfinale zum Beispiel, bekannt gegeben worden ist? Erste Frage und zweite Frage, wird ja schon diskutiert in den Foren, dass Manuel ja auch noch Ihr Kapitän ist. Überlegen Sie vielleicht auch, um ihn zu schützen, um die Mannschaft zu schützen, da etwas zu verändern noch für die Endphase der Saison? Also zunächst mal zur zweiten Frage, ganz sicher nicht. Manuel ist ja nicht zufällig Kapitän dieser Mannschaft, sondern er ist zusammen mit Benny Höwedes sicherlich derjenige, der die Mannschaft auch zurechtführt, der zu Recht auch die Kapitänsbinde trägt. Deswegen verschwende ich überhaupt keinen Gedanken daran, da irgendwas dran zu ändern. Ich bin froh, dass ich unter anderem mit diesen beiden Spielern auch direkte Ansprechpartner habe, egal was es bisher war in den letzten Wochen. Und Den richtigen Zeitpunkt für diese Bekanntgabe oder für die Mitteilung seiner Entscheidung gibt es sowieso nicht. Und wenn es dann aber schon so ist, wie es jetzt ist, dass er sich entschieden hat, den Vertrag nicht zu verlängern, dann halte ich den jetzigen Zeitpunkt noch für den geeignetsten, weil alles, was dann irgendwann in einer oder zwei oder drei Wochen gewesen wäre, wäre eher noch ungünstiger gewesen. Jetzt haben wir heute natürlich eine gut besuchte Pressekonferenz. Es wird sicher morgen und vielleicht auch noch übermorgen darüber berichtet. Aber am Samstag haben wir bereits wieder ein Bundesligaspiel und am Dienstag ein nicht ganz unwichtiges Spiel in der Champions League. Und darauf gilt jetzt die Konzentration. Und vielleicht auch noch mal eine Anmerkung meinerseits auf mögliches Verhalten von Fans. Also ich sage das ganz klar. Ich hätte überhaupt kein Verständnis, und das meine ich aus voller Überzeugung, überhaupt kein Verständnis, wenn es auch nur irgendeine Art von Kundgebung gäbe, die gegen Manuel oder gegen die Mannschaft gerichtet ist. Dazu hat Manuel in den letzten Jahren für den Verein viel zu viel geleistet und dazu stehen für uns jetzt einfach auch noch zu viele wichtige Wettbewerbe auf dem Spiel. Und ich gehe einfach davon aus, dass jeder Schalke-Fan sich genau so verhält, wie ich ihn bisher immer kennengelernt habe, in meinen damals anderthalb Jahren und auch jetzt in den letzten vier Wochen, nämlich als jemand, der seine Mannschaft und alle Spieler unterstützt, der sie anfeuert und hilft, dass wir unsere Ziele erreichen können. Die letzte Frage dieses Pressegesprächs, Falk Blesken. Hier hinten. Nee, Falk, warte ganz kurz, die Zeit haben wir jetzt noch. Ja, sehr schön. Eine Frage an Manuel Neuer. Und zwar sind Sie ja beim letzten Spiel, beim DFB-Pokalspiel in München von Teilen der Bayern-Fans ziemlich offen angefeindet worden. Verursacht so ein Verhalten ähnliche Bauchschmerzen wie jetzt die Bekanntgabe Ihres Wechsels den Schalker-Fans oder beschäftigen Sie sich mit dem Verhalten der Bayern-Fans gar nicht oder wie? Sie? Also ich glaube, es ist schwerer, wenn man von der Familie ausgepfiffen wird, als von noch Fremden. Okay, dann danke ich Ihnen allen. Willkommen, wir beenden hiermit das Pressegespräch zu dem Thema, dass Manuel Neuer seinen Vertrag beim FC Schalke 04 nicht verlängern wird. Vielen Dank.